Fritz Tata klagt Adi Hütter sein Leid. Gleich 5 Spieler musste Vienna vorgeben. Vor allem der gesperrte Kapitän Ernst Dospel fehlt in der Innenverteidigung. Und die wird gleich geprüft. Den Alltag wie immer von Beginn an mit viel Druck über die linke Seite, über Tomi. Der schöne Hereingabe, Patrick Seger, erster Angriff, erste Chance und das erste Tor für Altach. 3. Minute, 1:0 durch Patrick Seger für den Stürmer, der 9. Saisontreffer. Die Vienna kommt zaghaft in die Partie hinein. Matthias Hattenberger und sein Schuss wird noch abgelenkt. Drüber, Eckball bringt nichts ein. Der Blick auf die Vienna Ersatzbank, da sitzen eigentlich nur 2 wirklich fitte Spieler. Die Kollegen probieren es trotzdem mit dem Weg nach vorne. Wolfgang Mayer kann einen Fehler von Hannes Eder nicht ausnützen. Und dann Haron Erbeck mit dem herrlichen Seitenwechsel auf Tomi. Der Spanier da ganz geschickt auf Andreas Linhardt. Hereingabe, Mirnel Sadovic, 2:0. Zweite Chance der Altacher und der zweite Treffer. Für Mirnel Sadovic der zweite Treffer im Dress der Altacher. Aber wir werden es gleich sehen, das Tor ist nicht regulär, denn Mirnel Sadovic steht bei Ballabgabe klar im Abseits. Treffer hätte nicht zählen dürfen. Und die Altacher versuchen dann nachzulegen. Thorsten Schick, ideale Hereingabe und Patrick Seger bringt da den Fuß nicht zum Ball. Trotzdem geht Altach mit einem 2:0 in die Pause und Alfred Tata mit Sorgenfalten in die Kabine. Die zweite Spielhälfte wird mit einem Freistoß für Altach eröffnet und Tomi mit dem 3:0 für die Vorarlberger. 48. Minute für den Spanier, der 12. Saisontreffer. Wohl schon mehr als eine Vorentscheidung. Nur 6 Minuten später Thorsten Schick, schöner Pass in die Gasse für Patrick Seger, 4:0 für Altach. So einfach und so leicht ist Altach schon lange nicht mehr zu einer 4:0 Führung gekommen. Vienna Abwehrspieler sind da nur Zuschauer. Trotzdem, die Wiener stecken nicht auf. Wolfgang Mayer prüft da Martin Kobras. Die Altacher in der Folge immer nachlässiger. Der eingewechselte Christoph Mattes von der linken Seite serviert den Ball auf den alleingelassenen Marian Markovic. 4:1 Anschlusstreffer für die Vienna in der 75. Minute. So eine Möglichkeit lässt sich der serbische Routinier nicht nehmen. Freistoß für die Vienna, Christoph Mattes. Und Ecem Becire kann da ungehindert zum 2:4 einköpfen in der 83. Minute. Ja, wird diese Partie nochmal spannend? Altach taucht erst in der Schlussphase wieder auf. Peter Woryschek und Julian Erhardt verpasst ganz knapp sein erstes Tor in der ersten Liga. Altach gewinnt gegen die Vienna, verdient aber glanzlos mit 4:2. Wenn man 4:0 führt und dann noch 2 Tore bekommt, kann man als Trainer nicht zufrieden sein, das ist klar. Was natürlich wichtig ist, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, dass wir jetzt 2 Punkte in der Tabelle vorne sind. Das war das Wichtigste am heutigen Tag. Vom Spielverlauf müssen wir unglücklich sein, von dem Resultat müssen wir unglücklich sein. Aber über die Leistung, über den Großteil des Spiels können wir ein wenig zufrieden sein, sagen wir so. Und Altachs Maskottchen King Reini freut sich mit den Spielern über die Tabellenführung.